Salat, passend willkommen zu meiner Freundin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wissen to Go. Und mein heutiges Thema, worum es sich drehen würde, ist der Besen des Darms oder besser bekannt als Sauerkraut. Bei Sauerkraut handelt es sich durch ein milchsäurekonserviertes Gemüse, welches traditionell aus Weißkohl hergestellt wird. Auf den Blättern des Weißkohls zum Beispiel befinden sich die sogenannten Milchsäurebakterien, die ich bereits schon in meinem Probiotika-Video vorgestellt habe. Und wenn die Bedingungen es erlauben, leiten sie die Fermentation ein. Also das heißt, wenn bei einer warmen Temperatur in einem flüssigen und sauerstoffarmen Milieu beginnen die Milchsäurebakterien mit dem Fermentationsprozess und erschweren es auch die Verbreitung der Pathogenen, sich dementsprechend zu verbreiten. Und aus dem Grund ist auch Sauerkraut ein sehr langlebiges und beliebtes Wintergemüse, weil es halt sehr lange haltbar ist und auch gut lagerfähig ist. Gemüse in Milchsäure zu konservieren ist eine sehr alte praktizierende Technik, die Menschen in vielen verschiedenen Regionen bereits angewendet haben. Die Chinesen haben zum Beispiel beim Bau ihrer chinesischen Mauer diese Art von Gemüse verzehrt. Natürlich waren auch den Menschen in der Antike, wie den Griechen und den Römern, die gesundheitlichen Vorteile von Sauerkraut zu unter anderem bekannt. Hippokrates hatte auch die gesundheitlichen Vorteile von Sauerkraut gekannt und hat seinen Patienten immer wieder den Verzehr von diesem Lebensmittel verordnet. Auch der römische Schriftsteller Plinius Secundus schrieb unter anderem zu Sauerkraut: Der Kohl gibt den stillen Müttern viel Milch, hilft gegen trübe Augen und heilt vor einem zu hohen Alkoholkonsum. Im 13. Jahrhundert, der römische Kaiser Tiberius versorgte seine Soldaten während den Feldzügen mit Sauerkraut und auch mongolische Stämme haben auf ihren Eroberungszügen das Kraut bzw. ihre Art von dem konservierten Gemüse mit nach Europa gebracht und somit hat sich das Gemüse, Sauerkraut, Kimchi auch weiter in die Welt verbreitet. Im 13. Jahrhundert unter anderem wurde Kohl zur Kulturpflanze, weil es halt sehr günstig vom Anbau war und sehr anspruchslos war. Und da hat man auch in vielen Klöstern diese Kulturpflanze angebaut. Auch der britische Seefahrer James Cook hat während seiner Erkundungsreisen zwischen 1768 und 1779 Sauerkraut neben Zitrusfrüchten fässerweise mitgenommen, um den Vitamin C-Haushalt seiner Matrosen auf hoher See auffüllen zu können, um die Krankheit Skorbut erfolgreich bekämpfen zu können. Denn das Problem lag einfach darin, dass man auf den hohen Reisen nicht oft die Gelegenheit hatte, an frisches Obst und Gemüse heranzukommen. Er hat erfolgreich die Zahnblutungen, Zahnwucherungen, die grau-blass-gelbe Haut sowie Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen seiner Crew heilen können. Außerdem hat dadurch Vitamin C den Beinamen Ascorbinsäure erhalten, was im Lateinischen gegen Skorbut übersetzt bedeutet. Auch im Ersten Weltkrieg haben die Deutschen den Kosenamen von den Amerikanern Krauts bekommen, weil die halt überwiegend Sauerkraut im Krieg mit dabei gehabt haben. Allerdings wird Sauerkraut in unseren Breitengraden heutzutage immer weniger konsumiert. Aufgrund der Globalisierung der permanenten Nahrungsversorge sind die Menschen einfach nicht mehr darauf angewiesen, eine entsprechende Vorsorge für den Winter anzulegen. Das ist natürlich schade, denn Sauerkraut hat viele positive Inhaltsstoffe, die die Gesundheit wirklich nachhaltig fördern. Abhängig vom Verwenden der Kohle natürlich hat Sauerkraut sehr viel Vitamin C, sehr viele Vitamin B-Komplexe, unter anderem Vitamin B3, welches für die Regeneration der DNA, Muskeln, Nerven sowie der Haut mitverantwortlich ist. Vitamin B6, welches für die Aminosäureverstoffwechselung mitgebraucht wird. Und es soll unter anderem auch Vitamin B12 enthalten, welches von den
lebenden Mikroorganismen mit hergestellt wird. Und Vitamin B12 ist unter anderem dafür wichtig, um die roten Blutkörperchen in unserem Körper mit zu produzieren. Neben diesen Vitaminen beinhaltet auch Sauerkraut weitere Mineralien wie zum Beispiel Folsäure, Zink, Magnesium und den Neurotransmitter Acetylcholin, welches unter anderem für die Steuerung des vegetativen Nervensystems mitverantwortlich ist. Das heißt, unsere Atmung und Verdauung wird damit mitgesteuert, sowie dient Acetylcholin auch für die Informationsverarbeitung und Abspeicherung im Hippocampus. Und aufgrund des Fermentationsprozesses ist Sauerkraut leicht verdaulich und es ist auch sehr kalorienarmer. Das heißt, für die Leute, die gerne abnehmen wollen ohne irgendwelchen Jojo-Effekt, ist Sauerkraut das perfekte Lebensmittel, um auch den Darm wieder auf den Vordermarsch zu bringen. Ich hoffe, ich konnte dir wieder einen Anreiz geben, Sauerkraut in deinen Ernährungsplan wieder mit zu integrieren oder es vielleicht auch zu versuchen, selbst herzustellen. Da wird auch ein Video von mir folgen. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode. Wir sehen uns, bis dahin. Ciao.